Willkommen im Schloss. Hallo und herzlich willkommen zurück hier nach einer kleinen Pause. Ah, warte mal. Und herzlich willkommen hier im... Alter, das bringt uns nur nichts. Also das ist echt der Kreis of Pain gewesen. Bringt nur nichts, das wird alles von dem Schild aufgefressen, glaube ich. Schade. Das ist das Coole an den Rittern, die haben meistens ein Schild vorne dran, das Schaden abfängt. Das ist aber auch das, was richtig böse bei denen ist, weil Schaden abfangen will man ja nicht. Man will ja, dass die Leute einfach so, ja, quasi einfach so umfallen. Bin ich überhaupt wieder zu hören? Ja, bin ich. So. Wir haben hier den Doppelschleim. Noch eine Bombe. Boom. Damit sind alle weg. Schwächt jeden getroffenen Pin um -1 Schaden. Überwältigen. Überwältigen lässt überflüssigen Schaden auf den nächsten Gegner treffen. Überwältigen? Super. Schwächen? Nö. Ein Stein Level 1. Nie. Extraordinär. Schwacher kritischer Schaden, der sich nicht verändert, der nicht verändert werden kann. Aber dafür gut auf normalen Pins. Und der Transzendenzball. Erhalte 5 Ballweichen, also das Ausweichen von die Chance von X% eingehenden Attacken vollständig zu entgehen. Ballweichen wird reduziert, wenn... der klingt nicht schlecht. Nehmen wir den. Ja. Hinzufügen. Wir gucken uns mal die Map an. Wir haben ja gesehen, wir sind in einer Art Thronsaal. Und hier unten ist der Endboss. Wie wollen wir denn gehen? Hier drüben haben wir einmal den einen Laden. Da kriegen wir aber bestimmt nicht genügend Geld zusammen. Und ein Gegner. Hier haben wir eine Schatzkiste oder einen großen Boss. Ich glaube, wir gehen Richtung großen Boss. Da haben wir zwei Möglichkeiten, um A, Geld zu bekommen. Was wir eigentlich nicht viel brauchen, aber um uns eventuell Obst aufzuwerten oder zu kaufen. Und ja. Ich wollte gerade sagen, willst du mich verarschen? Du stößt auf einen seltsamen Spiegel, in dessen Reflexion Schatten flimmern und flackern. Er zieht dich magisch an, näher und näher, bis schließlich deine Nase das Glas berührt. Die Schatten sprechen eine Sprache, die du nicht kennst, aber du verstehst ihr Anliegen. Nummer 1. Verdopple alle Orbs. Und wir verlieren 4 Leben. Oder wir verdoppeln einen zufälligen Orb und müssen 8 zahlen. Wir verdoppeln aber alle Orbs.
Du spürst eine starke Energieübertragung und durch den Spiegel und all deine Orbs werden verdoppelt. Yay! Utsch. Hier haben wir wieder die Auswahl an verschiedenen Items. Aber wir haben jetzt 2 Stufe 3 Blitzorbs, 2 Stufe 3 Toxinkugeln, Schleimorbs, Dolche, Multibälle, Transzendenzball. Wir müssen bloß irgendwie die blöden Steine mittlerweile loswerden. Haben wir jetzt echt zu viel Leben verloren? Jetzt bekommen wir den Höchstformball. Den Oh mein Gore. Oh mein Gore. Eliminiert jeden getroffenen, trifft alle Feinde. Wenn eliminiert werden, werden sie permanent verbracht, du große Güte. Und hier haben wir die Kugel des Magisters. Mit Kombination zu. Gegner verliert. Ah, Kooperation. Der wäre doch cool, aber die Frage ist, kriegen wir ihn? Wenn wir den kriegen, werden wir den definitiv verneinen. Nö, den wollen wir nicht. So, selbes lustiges Spiel. Wir wissen nicht, wo wir hinkommen. Ich hoffe, hier. Oder wir sind auf ewig gefangen. Nein, wir kriegen einen. Schatz, schade. Ich hätte gern den Boss gehabt. Spin-Spession. Animal will increase the spin-vision each turn. Oder Überhammer. Projektilangriffe haben überwältigen. Frage ist, was sind Projektilangriffe? Inventar. Dolchenprojektil? Das ist cool, wenn wir mehr vergiften. Nehmen wir aber den. Zusätzlicher Schaden einfach durchballern ist super. Ach du Heiliger, was machst du hier? Das ist ein Grund, warum wir die Steine loswerden müssen. Der ist weg permanent. Komm, mehr, mehr. Wir wollen mehr. More. 2 Bomben. Nice. Love it. Ja, das hat sich doch mal gelohnt. Wir haben noch eine Toxinkugel. Ein Dolch, ein Blitzorb oder den Hackballock. Platziert Ding auf den. Verursacht 7 Bonusschaden für jedes auf dem Brett. Aber. Toxinkugel. Toxinkugel, wir haben eigentlich zu viele Bälle mittlerweile. Wir heilen uns mal. Au.
das Level auswählen kann, ein bisschen länger dauern. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, was haben wir denn hier? Ah, verschiedene Orbs. Wir haben hier die Ballade. Wir haben hier den Aufwertungsorb. Und den Doppelball. Multiball, massiver kritischer Schaden. Nö. Ist eh gerade komplett random, wo wir landen. Beim Gegner. Oh nein, die Blöcke. Die sind dezent böse. Komm, triff irgendwas Kluges. Au. So, und das ist jetzt gut, dass wir den Linksball gehabt haben, aber wir müssen irgendwas. Mach doch mal irgendwas. Also gut, dass wir den Hammer haben, weil der schlägt einmal wunderschön durch. Bräuchten mal Restock. Ja, Restock. Hilft alle. Und 30 Millionen Bomben. Zum Glück haben wir nicht das Artefakt, was die in rote Bomben verwandelt. Hier haben wir den Kristalllaboss. Aktiviert einen kritischen Treffer bei jedem sechsten getroffenen Pin. Riesenorb ziehst, verwandelt einen normalen in einen Crit, was haben wir hier? Den Ätherball. Erneuert das Brett, wenn der Orb das Brett verlässt. Nicht schlecht. Den Konzentrorb. Solidit nur hatten wir auch schon mal. Und hier den Hochhinaus-Orb. Kann beliebig oft verbessert werden. Der wird richtig böse. Nimm den. Und macht den auch gleich zu Stufe 3. Wir wollen. Es ist egal, was wir wollen. Wir wollen dich. Upp. Hier haben wir sogar noch einen zweiten Boss. Das ist natürlich schön. Enter. Zweig der Glut. Wenn du deinen Gegner Dornen zufügst, erhält er auch Blindheit 2. Wenn du einen Gegner ohne Dornen Blindheit hinzufügst, erhält er auch Dornen 1. Bringt uns gar nichts, wir haben keine Dornen. Für jeden zwölften aktivierten Pin erhältst du im Kampf Heilstum 1. Das ist natürlich auch noch gut. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Heal. Ich hätte gleich zum Gegner. Ich hätte zum Gegner gehen sollen. Ach, voll idiotisch. Aibi. So. Aua.
Das ist ja mal. So. Er war ja mal böse. Ich glaube, die Blitz. Ich mag den Blitzorb derzeitig. Und Mann, heilen wir uns. Hopp. Huhu, wir haben die Spiegel zerstört. Yay! Den Aufwertball. Signalverstärker. Augzapfel. Normaler Angriff durchdringt den ersten Feind. Kritische Treffer durchdringen alle Feinde. Ob durchdringt den ersten Pin und fügt den Feinden bei einem Treffer 4 Blindheit hinzu. Und Schockabsorber. Nö, wir wollen eher den hier weiter verbessern. Weil das so richtig schön Damage macht. Jetzt kommen wir auch gleich zu diesen wunderschönen... Uah, die hasse ich. So. Einfach mal Instant Kill alle. Au. Boom. So, was haben wir denn jetzt? Den. Multiball. Der macht auch Schockschaden. Au. Aber wir heilen uns ja eigentlich relativ gut. So, der Gummiball, der federt gut. Der Doppelschleim, den oh mein Korb. Der Aufwertungsorb. Nee, wir wollen dich weiter hochpowern. Doch, wir heilen uns mal vorsichtshalber. Und wenn der dann dran ist, ist er richtig böse. Weiter. Auf zu den Gegnern. Hä? Achso. Gegen uns haben wir jetzt die... Balliste. Hier sehen wir die Leute, die immer nachkommen und die bringen immer wieder neue Pfeile. Kacke für uns, weil dann können die, kann die Balliste schießen. Wir hoffen natürlich, dass wir schön viel Schaden machen. Ja, 3000 Leben. Bombe ist aktiviert. Heißt, der kann kein Dings nachbringen. Wir haben jetzt eine 79%ige Chance, dass sie uns nicht treffen. Wenn sie angreifen. Doppelschaden, mehr Doppelschaden. Ach, das war jetzt. Wir haben ihn nicht nachgeladen. Das ist schon wieder voll geheilt, merke ich gerade.
Yay. Musste ich eigentlich nur aushalten? Nee, es kommt immer mehr nach, wie es aussieht. Wir müssen also die Leute, die Balliste killen. So. Blitzball. Die bombt aber ganz schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Blitze sie getroffen hat. Es macht Laune, das Spiel, obwohl es eigentlich nur dabei zugucken ist, wie man... Kugeln in der Gegend rumkugelt. Haben auch noch eine 50-50 Chance, dass wir Gegner, dass wir dem Angriff ausweichen. Oh, nein, sie haben nachgeladen. Der müsste jetzt doch deutlich mehr Schaden machen. Einen Crit gekriegt hätten, der wäre richtig böse gewesen. Au! Ist mich verwirrt. Das Drehen bedeutet so viel, ich kann nicht entscheiden, wohin ich schieße. Aber wir haben echt wenig Crit-Felder, fällt mir gerade so auf. Tschüss, die Kanone. Juhu, wir haben gewonnen. Hier haben wir den Schürfrude. Schürfrunde. Verleiht jedem 12. Pin Muskelmasse. Fügt ihr selbst bei ihm 4 Schaden zu. Irks. 9 Dolch. Ballester verleiht beim Feuern eine Muskelmasse, verleiht beim Feuern allen Gegnern eine Muskelmasse. X. Und den Schockabsorber, den kennen wir ja auch noch. Nö, wir pumpen dich weiter auf. Und gehen weiter. Wir haben hier das unendliche Geschenk. Alle Pins sind beständig. Das heißt, sie können 3-mal getroffen werden. Was echt cool ist. Wir haben den kinetischen Meteorit. Jede dritte Bla explodiert, besitzt Explosionskraft, bis das Brett erneuert wird. Besiegeltes Urteil fügt +2/+2 allen Angriffen hinzu. Aber du kannst kein Orb ablegen. Orb ablegen tun wir sowieso nicht. Seelenstehler. Du verdoppelst den Schaden, aber erleidest für jeden 25. Getroffenen Pin 3 Schaden. Nehmen wir den. Juhu! Wir haben das Schloss abgeschlossen.